Stranzl wieder verletzt. Borussia Mönchengladbachs Kapitän Martin Stranzl muss nach 5-monatiger Verletzungspause erneut 6 bis 8 Wochen aussetzen. Der Abwehrchef war im Spiel gegen den Hamburger SV mit Mitspieler Havard Nordfeit zusammengeprallt. Dabei erlitt er einen Bruch der Augenhöhle. Stranzl wurde noch in der Nacht zu Samstag operiert. Der Österreicher hatte gegen den HSV das erste Mal seit März wieder im Aufgebot der Fohlen gestanden. Watzke gegen Montagsspiele. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich gegen eine weitere Zerstückelung der Spieltage in der Bundesliga ausgesprochen. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe sagte der 59-Jährige, dass er sich ein Montagsspiel nur vorstellen könne, wenn 4 deutsche Clubs in der Europa League antreten. In diesem Szenario könnten sonntags nur 3 Teams spielen. Bevor man Donnerstagabend und Samstagnachmittag spielen müsse, würde Watzke aber eher ein Montagsspiel akzeptieren. Skripnik plant mit Pizarro. Viktor Skripnik kann sich für die Bundesliga-Partie bei 1899 Hoffenheim am Sonntag den Einsatz von Neuzugang Claudio Pizarro vorstellen. Es sei nicht ausgeschlossen, sogar mit allen 3 Stürmern zu spielen, verriet der Werder-Coach. In erster Linie sei es jedoch wichtig, Pizarro überhaupt im Team zu haben. Der Publikumsliebling könne dem jungen Bremer Team wichtige Tipps geben und Verantwortung übernehmen. Diese Dinge könne man nicht kaufen, sagte Skripnik. Fee prophezeit Bayern Probleme. Eintracht Frankfurts Trainer Armin Fee sieht durch die hohen Transfersummen und Spielergehälter, vor allem aus der Premier League, auch Bayern München gefährdet. Der deutsche Rekordmeister könne mit den Summen aus England nicht mithalten, wenn es so weitergehe, sagte der 54-Jährige der Welt. Zudem warnt Fee Spieler, die in der Premier League aussortiert werden. Kein Verein außerhalb Englands könne sich dessen Gehälter leisten.